Wow. So, jetzt ist Gabi da. Guten Morgen, Gabi. Und wir wollen sprechen über die größte Überraschung bei der Verleihung der Goldenen Kamera in Berlin, der Auftritt von Monika Lierhaus. Ja, in der Tat. Du hast lange mit ihr zusammengearbeitet, ne? Viele Jahre bei RAN, als wir noch die Bundesliga-Rechte hatten, also RAN Sat 1 Bundesliga, haben wir jetzt viele Jahre zusammengearbeitet. Ich kenne sie aber auch schon aus der Zeit vorher, weil sie ja auch damals als Blitzmoderatorin für Sat 1 gearbeitet hat, dann als Korrespondentin für die Nachrichten. Also ich habe sie viele Jahre erlebt, ja. Also wie du den Auftritt einschätzt, darüber werden wir gleich reden. Vorher schauen wir uns das nochmal an. Ja, Gabi, dir als langjährige Kollegin. Oh, ich habe das jetzt schon so oft gesehen. Mhm. Und trotzdem kriege ich jedes Mal noch wieder eine Gänsehaut, wenn ich das sehe. Das ist schon unglaublich. Also das war schon richtig. Irgendwie habe ich gehört, das ist ein Stück Fernsehgeschichte. Und das ist in der Tat ein Stück Fernsehgeschichte. Mhm. 2 Jahre hat sie sich ja komplett zurückgezogen. Man hat überhaupt nicht gewusst, wie es ihr geht. Ja. Und dann entscheidet sie sich tatsächlich selbst, den Preis entgegenzunehmen. Wie passt das zu Frau Lierhaus? Also das ist, glaube ich, auch, und da ist es, und sie hat es ja auch selber gesagt, ich kämpfe jeden Tag hart dafür, um meine Eigenständigkeit wieder zu erlangen. Sie ist extrem, wie gesagt, extrem diszipliniert, extrem fleißig und wahnsinnig stark. Dann gab es ja auch diesen Heiratsantrag. Wir schauen uns den ganz schnell noch mal an. In den letzten 2 Jahren hat Monika eben die Erfahrung gemacht, machen müssen, dass sie halt eben nicht mehr so die Starke ist und eben auf ihn angewiesen ist. Und er hat... Wie findest du meinen Lipgloss? Der ist auch ganz schön, Karin. Sehr schön. Ich auch. So, ja. Nicht nur Schlaglöcher selber zu stopfen ist nicht erlaubt. Was passiert eigentlich, wenn Verkehrsschilder zugeschnallt sind und ich dann einfach rüberbrettere, obwohl da ein Stoppschild war? Ich glaube, da kann man nichts für. Wenn man, ne, hat man ja nicht gesehen, oder? Aber so richtig verlassen würde ich mich auf das, was du sagst, nicht. Es gibt aber jemanden, der sich auskennt, Gott sei Dank. Hier ist Alexander Holt. Das ist schon cool, wenn man Richter Holt ist, ne? Wenn man alles weiß einfach, oder? Der hat doch nie Schwierigkeiten. Genau. So. Nee, der ist schon geboren worden als Richter Alexander Holt und wusste alles. Den müssen wir mal, noch mal einladen zu ich weiß alles und mir geht's besser im Leben. Vielleicht auch nicht. Da gibt er andere Sachen. Weiß auch ganz schön viel. Limo ist unser Autoprofi. Genau. Der kümmert sich nämlich heute mal um die kleinen Lack- und Beulenschäden an Autos. Und da gibt's ja Leute, die reparieren das. Und ob das wirklich so toll ist, was die da versprechen, das hat er sich nämlich mal ganz genau angeguckt. Und es geht auch gleich mit Gabi Papenburg weiter. Guten Morgen. Guten Morgen. Gabi heute als Gast, denn Monika Lierhaus, die kennst du sehr gut. Und es gab jetzt diesen großen Auftritt bei der Goldenen Kamera. Wie hat sie denn gewirkt auf dich dabei? Also, der hat uns alle gleich weiter, liebe Zuschauer. Vorher die Nachrichten mit Martin Haas. Und dass ihr der sozusagen in den letzten 2 Jahren genommen wurde, ist mehr oder weniger wirklich die Tragik eigentlich bei der Geschichte. Wir gucken da jetzt mal rein. Günter Netzer hat ja für sie die Laudatio gehalten. Und der war, glaube ich, auch sehr bewegt. Diese Sorge konnte balsamisch aufgelöst werden. Manches Missverständnis wurde geklärt und vielleicht wissen auch Sie jetzt wieder genauer, wo Sie sich wirklich wohlfühlen. Chiron, der Asteroid, wird morgen ins Zeichen Fische weiterwandern. Dieses Zeichen hat vor allem mit unserer Glaubensfähigkeit, dem Vertrauen ins Leben und in Gott zu tun. Mit Chiron im Zeichen Fische wird Ihnen ein Mangel dessen bewusster, denn Chiron verkörpert den wunden Punkt. Die Luftzeichen gehen mit großen Vorhaben schwanger und starten enthusiastisch in die neue Woche. Es ist 8:30 und ja, ganz Deutschland redet über die Überraschung bei der Goldenen Kamera. Wir wollen mit dir drüber reden, Gabi Papenburg, denn du kennst Monika Lierhaus. Wir haben lange zusammengearbeitet. Ich kenne sie auch noch aus ihrer Zeit intensiv zusammengearbeitet. Aber auch für dich gestern, ihr Auftritt. Auch für mich war es eine Riesenüberraschung, wie für, glaube ich, alle. Denn soweit ich das mitbekommen habe, die meisten waren dann doch ein bisschen geschockt, denke ich schon. Und Günter Netzer, das hat sie sich auch gewünscht als Laudator. Günter Netzer. Günter Netzer war unglaublich. War tief bewegt. Wir schauen uns das nochmal an. Die ganze Bandbreite von Emotionen, Standing Ovations. Ich habe immer noch eine Gänsehaut. Ne? Also ich muss sagen, obwohl ich es schon so oft gesehen habe. Aber man kriegt immer noch eine Gänsehaut. Tränen. Ich muss tatsächlich auch ein bisschen weinen. Es wird aber auch diskutiert, zum Beispiel auf Facebook. Da schreibt jemand, sehr bewegend, aber ein kleines bisschen Bauchschmerzen habe ich dabei auch. Ob das wirklich ins Fernsehen gehört. Dann einige schreiben auch, dass sie erschrocken waren und meinen, das wäre das also, zu viel gewesen. Ich finde, dass man erschrocken ist im Ersten persönlich erhält. Ich mag nur wünschen, dass sie sich dabei nicht zu sehr unter Druck setzt. Denn manchmal ist es einfach auch so,
Ein gut Ding will auch Weile haben, mhm, und vielleicht sollte sie vorsichtig sein, dass sie sich nicht zu sehr unter Druck setzt, weil sie hat alle Zeit dieser Welt. Ist sie so ein Typ, der eben dazu neigt? Vor allen Dingen ist es wahrscheinlich für sie auch für den Heilungsprozess wahnsinnig wichtig gewesen. Das glaube ich sehr. Also dieser Auftritt wird ihr wahnsinnig helfen, jetzt wirklich in der nächsten Zeit weiter an sich zu arbeiten und noch mehr Fortschritte zu machen. Sind auch das. Also das kann, das finde ich auch, das kann ein Schritt einfach sein. Also zu sagen, passt auf, man kann wieder aufstehen. Liebe Zuschauer, guten Morgen, 8:50. Es gibt immer Gäste, die kann man zu allen Themen einladen, weil die sich einfach mit allem auskennen. Bei Andrea habe ich erfahren, dass sie auch Rennen gefahren ist. Hast du im privaten Leben dann dennoch Probleme?